Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Project Ozon mit dem Olli. Montag. So, wir hatten vom letzten Mal noch eine Kleinigkeit offen, und zwar diese Quantum Bridge hier. Wollte nicht. Abbauen dieses Blocks und aufbauen dieses Blocks und schon ging's. Also der Aufbau war komplett korrekt. Auch unsere Vermutungen, nur die Blöcke in der Mitte jeder Seite nehmen Strom und Applied Energistics Kabel entgegen, war komplett richtig. Wie gesagt, einfach das Ding abbauen, wieder hinsetzen und dann lief das Ding ohne weitere Änderung. Also war alles richtig, nur irgendwie der Multiblock. Wollte nicht. Na okay. Geil. Ja. Packen wir es mal unter die Kategorie Scheiße gelaufen. Ja. So. Der Oli packt gerade wieder alles Mögliche weg. So, was haben wir denn hier noch? Also wir haben hier... Oh, da haben wir noch ein Solar Flux upgraded. Ach du Scheiße, da habe ich noch eine ganze Quest hier offen. Heute soll es mal... Ach, da ist noch eine Quest offen. Wir brauchen noch eine Elite Smelting Factory. Das sehe ich gerade. Na gut, das machen wir. Das sollte ja nicht das Problem sein. Ja. So, irgendwas sollte aber... Oh, guck mal, Kapitel 6 ist aufgegangen. Ach du Scheiße. Sekunde, ich bin gerade am Quest abfließen. Mhm. Houston, wir haben ein Problem. So. Omega. Ach du Scheiße. Wo fängt es denn an? Oben in der Mitte. Das ist das Pseudo-Inversion-Rich-Siegel. Das heißt, wir dürfen dann mal im End noch ein bisschen was aufbauen. Was alles kennen wir ja schon. Mit Kisten und allem drum und dran. Das wird ein bisschen dauern, aber das kriegen wir auf jeden Fall dann in den Griff. Ist nicht das so das Riesenproblem. Was das für eine Axt ist, kann ich nicht sagen. Weißt du, was das für eine Axt ist? Die dritte Quest quasi. Das zweite ist ja die Builder Sword und das dritte ist irgendeine Axt. Nö, ja. Kenne ich jetzt auch nicht. Schauen wir mal unter X was ähnliches finden. Ich glaube, sie wird nicht unter Axt geführt. Zumindest sehe ich sie gerade nicht. Aber okay. Wir werden es dann noch herausfinden, was es ist. Ich gehe davon aus, dass es mit Unstable Ingots gebaut wird, weil zumindest sieht es so ähnlich aus. Schauen wir mal, ob es unter Usage. Also ich sehe hier eine Pickaxe, zumindest schon mal Destructive Pickaxe, ja. Und da könnte es doch dann auch noch die Axe geben dazu. Da haben wir sie. Healing Axe heißt das. Okay, alles klar. Olli, ich werde gehauen. Neun Pfeile, Waffe, Wert, wie auch immer. Einweihen. Also, okay. Weg ist er. Okay. Zum Glück gibt es hier keinen Damage Indicator, weil ich glaube, ich habe zu viel Schaden für ihn gemacht. Egal. Ja. Also, wir haben ein neues Kapitel. Das neue Kapitel rechts, die ganzen Samen. Ich hoffe, dass wir die zum Großteil schon haben. Da unten kommt das Achievement Book und links kommt dann... Oh Mann, das meiste davon haben wir doch schon. So dramatisch wird es nicht werden. Außer das Siegel da oben, das ist ein bisschen blöd, aber das kriegen wir auch hin. So, aber wir haben noch was anderes, und zwar haben wir noch ein Achievement offen. Oho, ein Achievement. Oh, krasse Moräne. Ich habe gerade einen Draconic Bow aus dem Reward Bag bekommen. Aus dem Reward Bag? Ja. Okay. Finde ich jetzt gar nicht mal schlecht. Okay. Gut, dann werden wir das hinkriegen. So, ich hatte das letzte Mal schon 25 Vibrant Capacitor Banks gemacht. Ich habe hier einen Nexus Star Generator und ich werde mir aus dem Transmutation Tablet noch ein paar Cryo Stabilized. Nehmen wir mal drei Stück mit. So, und dann werde ich mir hier. Oh, ich wäre halt richtig verschwenderisch. Olli, ich verwende Nether Stars. Was? Ja, das geht nicht. Doch, wir haben nur 284. Ich nehme mal. Das ist wenig. Einen. So, wir brauchen sie ja nicht unbedingt, ne? Das machen wir aber, glaube ich, ein Stockwerk tiefer, hätte ich gesagt. Mount. Und zwar in der Nähe vom Reaktor, da haben wir ja auch noch ein bisschen Platz. Irgendwo konnte man doch da runter. Ich kenne mich in meinem eigenen Gebäude nicht mehr aus. Achso, ich hätte vielleicht auch den Teleporter hier verwenden können, aber egal. Rotes Portalloch. Ja, genau. So. Ich stelle das mal hier daneben. Denn wir sollten ein...
1, 2, 3, 4, 5. So, und jetzt können wir mal in den Rucksack gucken. Habe ich noch ein Builder's Wand? Nein, habe ich nicht. Na, egal. Bauen wir es mit Hand. Die 25 Blöcke kriegen wir noch so platziert. 2, 3, 4, 5. So. Okay. Haben wir es jetzt so rum? Moment. Ich bin ja doof. Das sind 25 mal 5. Das sind ja nochmal 100, die ich brauche. Na gut, okay. Habe ich ja wohl völlig daneben gelegen. Aber egal. So, das sollten jetzt dann hoffentlich genug sein. So, und jetzt wenn wir hier, das ist die erste Stufe. 2, 3, 4, 5. So. Dann. Ich glaube, ich hole mir doch noch mal ein Builder's Wand. Oder hast du noch einen Einstecken in ein Builder's Wand? Oder haben wir... Ach, warte mal. Ich habe ja auch Remote AI hier. Ha! Ich bin ja voll ausgestattet. Einen Builder's Wand. Ich bin doch so eine faule Socke. Das wisst ihr doch. So, ein Builder's Wand. So, dann machen wir hier nochmal die Wand fertig. So. Lieber Builder's Wand, tue deinen Zweck. So, das dürften jetzt 5 mal 5 mal 5 sein. Schauen wir mal. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Wir haben jetzt eine Vibrant Capacitor Bank mit 62 Millionen RF, die sie speichern kann. Ne, die sie maximal ein- und ausgeben kann. Und wir haben 62 Milliarden RF, die wir drin speichern können. So rum war's. So, ein paar haben wir noch zu viel. Die können wir dann wieder in EMC umwandeln. Und dann machen wir hier... Oh, Moment. Da war noch was Hübsches. Wenn wir nämlich mit der Yeta Branch hier... Shift rechts, dann nur rechtsklick drauf klickt, kann man sich hier ein paar so komische Sachen machen. Zum Beispiel das hier. Da kann man sich so eine Kapazitätsanzeige machen. Oder da konnte man noch was machen. 4, 5, genau. Man konnte sich hier noch so eine Anzeige dazu basteln. Es geht nur IOPO. Okay. So, und dann werden wir hier an der Ecke. 1, 2, 3. Vorsicht, Oli, da kommt jetzt gleich was Böses ran. Ein Netherstar-Generator. So, warum ist der böse? Punkt Nummer 1, das ist ein Netherstar-Generator, der richtig ordentlich Wumms dahinter hat. Und wenn man da einen Netherstar reinpackt, kriegt man Schaden. So. Au, au, au. So, der ist jetzt mittlerweile fertig. Also ihr habt gesehen, das geht relativ schnell. Warum der Oli immer noch Schaden kriegt, weiß ich nicht. Auf mich. Ich hab gar nichts gemacht. Na, jetzt ist vorbei. Okay. So. Und jetzt haben wir knapp 100 Millionen RF, glaube ich, produziert und irgendjemand zieht hier schon wieder Energie ab. Ich. Das könnte die Leitung sein, die sich hier irgendwie... Ist das vielleicht die Leitung, die sich hier gerade auflädt? Haben wir abgemacht. Nein, ich meinte die ich habe hier. Weil er zieht gerade 5000 RF irgendwo hin ab. Ist ja nicht so, dass es jetzt besonders schlimm wäre, dass hier irgendjemand 5000 RF abzieht, aber ja, jetzt hat er sich beruhigt, okay. So, und jetzt können wir nochmal, Vorsicht Olli, da kommen noch ein paar Netherstars gleich rein. Netherstars. So, und dann schauen wir mal, wenn wir hier, gehen wir mal ein bisschen weg. 2500, 1500, so, schon vorbei. Wir haben jetzt mit zwei Netherstars 200 Millionen RF produziert. Echt? Ist das schon der 64-fache? Das müsste schon der große sein, wenn ich es richtig weiß, ja. Und das in recht kurzer Zeit.
Also das wäre unter Umständen eine Variante, wie wir auf ein Achievement kommen. Auf jeden Fall haben wir gerade ein Achievement geschafft. Ohne großartig viel Aufwand zu machen. Das ist cool. So, gehen wir mal zu den Achievements. Juhu, Achievement. So. Gehen wir mal ganz zurück. So, wir haben. Nein, das haben wir alles noch nicht. Das haben wir noch nicht. Das haben wir noch nicht. Den Infinite Glowstone Generator, da haben wir ja drüber gesprochen. Ich glaube, das ist egal. Da gibt es genügend Möglichkeiten. Replace the blocks on the base. Nein, nein. Spread your AI system to another dimension where you have a secure base. Das haben wir das ja erledigt. Der Mond, ja. Genau. Store power in a 5x5x5 vibrant capacitor bank. Haken dahinter. So, das mit dem Open Modular Turrets können wir. Ja, wir könnten noch einen Wither damit töten, theoretisch. Wenn wir wollen. Weißt du was? Mach mal einen Haken hinter. Wenn jemand was dagegen hat, kannst du in die Kommentare schreiben. So, habt ihr davon. Mal schon nebendran. Wie neben dran? Use Open Modular Turrets to defend your base ist eigentlich auch abgehakt. Ja, genau. Da hast du recht. Das ist hier schon abgehakt. Also zumindest bei mir war schon ein Häkchen, glaube ich, drin. Okay. Okay, weil ich sehe dein Häkchen nicht. Ich Ah, muss mich okay. mal Du hast dein selbst eigenes. nachträglich Genau. setzen. Also ich habe auf der Seite Automate More Fluid Milking. Use Digital Miner to dig ores in the Deep Dark. Use Open Modular Turrets habe ich abgehakt. Rechte Seite die 5x5er Vibrant Capacitor Bank haben wir. Automate Sieve Ores into Ingots haben wir. Spread your AI System und use Open Modular Turrets to kill an Ender Dragon, Wither or Chaos Dragon. Habe ich ein Häkchen dahinter gesetzt. Wir haben es getan. Getötet haben wir den Ender Dragon damit nicht. Wir können jetzt einen Wither damit töten, aber hallo. Hallo, ist doch langweilig. Nee, muss nicht sein. Dann auf der nächsten Seite die 30 Magical Crop Farms haben wir und Use Lilypads of Fertility on one Magical Crop Farm, das haben wir auch. Der Rest auf der Seite fehlt uns noch. Und dann haben wir auf der nächsten Seite, wo OG Aristotle steht, Obtain One Stack of Angel Steel haben wir. Genau. So, und irgendwo ganz vorne war doch irgendwas mit, genau, Produce 2.14 Trillion RF. Ach, scheiße, hey. Na, okay, gut. Wird noch ein Kapitel, glaube ich, werden. Ja. Schauen wir mal, was lief es gerade sagen? Oh ja, genau, Leaves. Leaves, da haben wir ja unseren Quantum Flux, nein, nicht Quantum Flux, unseren Fluxkompensator. Und wir stehen bei 470 Millionen. Also ein Viertel fast. Ich hätte gesagt, das ist schneller als deine Farm auf dem Mond. Dick. Okay. Ja, das läuft noch. Ich muss bloß Obacht geben. Ah, ich sehe da oben gerade nämlich gerade ein Produktionsloch. Da fehlen noch Kristalle. Super Dance. Da holen wir uns nochmal 6 Stück. Also mit dem muss man tatsächlich noch ein bisschen vorsichtig sein, so viel haben wir davon nicht. So. Gut. Jetzt geht es wieder ein bisschen schneller und du produzierst auch noch fröhlich. Gut. Wunderbar. Das läuft. Dauert. Wie sah es denn mit Obsidian aus? Weißt du das noch auf dem Mond? 28 Millionen. Das dauert natürlich auch noch ganz schön lang. So, dann schauen wir mal ganz kurz ins Questbook. Da hatten wir noch die Elite Smelting Factory, genau. Und dann hat man noch die Solar Flux Upgrades. Ich hätte gesagt, die zwei sollten wir vielleicht nochmal machen. Dann haben wir doch sogar das erste Kapitel hoffentlich komplett abgeschlossen. Hoffentlich. Oh, die Hartkanister fehlen noch. Yellow und Green. Ach, Yellow und Green Hartkanister, ja, stimmt. Okay, dann schauen wir, was wir an Harz überhaupt da haben. Oh, da fehlen uns Herzchen. Gelbe und grüne. Ich guck mal, wie viel ich schon drin habe. Also ich habe 5 Yellow Heart Kanister. Muss man die haben? Detection Task, ja, okay. Dann müsst ihr noch 5 Yellow Heart Kanister bauen, aber auch Green Heart Kanister und davon haben wir gar keine da. Wir haben keine grünen Herzen da. Na gut. Dann wird das wohl noch ein bisschen dauern. Okay. Aber nichtsdestotrotz machen wir mal die Solar Flux Upgrades.
Das können wir einfach, glaube ich, hier machen, wenn man über Mod Solar Flux gehen. Da haben wir die Upgrades. Das da. Da haben wir gar nichts da. Gut. Photovoltaik Zell 1, Zell 2 und ein Blank Upgrade. Mirror. Bau mir doch mal bitte einen Mirror. Gut. Bist du EMC-fähig? Jawohl. Bist du. Dann gebe mir mein Transmutation Tablet. Das da rein. Und dann machen wir uns mal ein paar Blank Upgrades. So, mal so 10, 15. Ach, egal, pfeift drauf. So, passt. Schmeißen wir mal rein. Dann gehen wir wieder auf Solar Flux. Den da hier. Und dann brauchen wir Zelle 1 und Zelle 2. Foto. Mhm. Das war keine Photovoltaik-Zelle. Welche war es denn? Doch, das war eine Photovoltaik. Mann, bin ja doof. So, davon 3 bitte. Start. Zelle 1 und Zelle 2. Zelle 2. So, Efficiency Upgrade. Eine? Ja. Low Light Upgrade. Low Light Upgrade. Oh, fancy. Haben wir auch. Dann brauchen wir Machine Traversal Upgrade. Sieht ganz kompliziert alles aus. So. Für das Transfer Rate Upgrade haben wir natürlich... Was? Wir haben keine Planks mehr da. Gottes Willen. Echt keine Planks mehr da? Okay. Bauen wir bitte 100. Und dann brauchen wir noch... Reception Coils waren das. Zwei Stück. Und Planks. Habe ich natürlich wahrscheinlich jetzt gleich wieder verkehrt rumgepackt. Aber ist egal. Drehen können wir es immer noch. Genau. So. Transfer Rate Upgrades. Haben wir auch. Dann Capacity Upgrades. Leadstone Energy Cell. Okay, haben wir auch da. Okay. So. Ach, wir brauchen keinen Frame. Wir brauchen noch eine Reception Coil. Komm, schneller. Folge ist kurz, wisst ihr doch. Was fehlt denn noch? Okay, das war die falsche. Entschuldigung. Okay. Nehmen wir halt die da. Und dann bauen wir uns die Energy Cell zusammen. So, und die packen wir da rein. Und dann können wir das Capacity Upgrade machen. Capacity Upgrade, jawohl. Haben wir auch. Und dann das Furnace Upgrade. Okay. Solar Furnace, okay. Männer, die auf Ziegen starren, hätte ich gesagt. So. Damit haben wir das komplett abgeschlossen. Kriegen ein Reward Back. Das da hier. Gucken wir mal, was es ist. Ein Epic Reward Bag. Mit Pink Castle Rune Brick. Und alles noch nicht mal EMC-fähig. Wo ist der Mülleimer? Wo ist der Mülleimer? Mülleimer. Okay. Ich sollte mir angewöhnen, solche Reward Bags in der Nähe eines Mülleimers aufzulösen. So. Dann können wir nämlich das, das, das und das da reinschmeißen. So. Wir können uns natürlich auch gerne mal... Ach, wisst ihr was? Wir gucken uns das mal sogar an. Wir gucken uns heute mal Solar Flux an. Das ist doch eine Idee, oder?
Solar Flux. Da sollten wir doch eigentlich ein Achter da haben. Das ist doch hübsch. Ein Achter ist hübsch. So, und jetzt gehen wir mal in die frische Luft. So rum. Und dann gehen wir da mal geradeaus weiter. Kann auch schneller gehen. So. So. Stellen wir einfach mal hier hin. Einfach hier hin. Das ist okay. So, dann stellen wir mal so ein Ding hin. Flup. Sieht ganz flach und schön aus. Produziert jetzt aktuell immer weniger RF, weil Sonne geht unter. So, jetzt haben wir unten jede Menge Upgrades. Wir sehen jetzt hier Kapazität 86 Millionen RF. Wenn wir ein Capacity Upgrade reinpacken, haben wir 95. Ich denke, wir können mehr reinpacken. 10%, Maximum 16 Stück. Das heißt, wir können das Ganze auf 160% packen. Und da das Zeugs EMC hat, hätte ich mal gesagt, das machen wir doch gleich mal. Capacity Upgrade. Ich hoffe, ich werde nicht von deiner Selbstschussanlage hier kaputt gemacht. Wenn nicht zufällig ein Mob hinter dir steht, wahrscheinlich nicht. Nein, zurzeit nicht. So, wir haben 86 Millionen RF. Mit 16 haben wir 224 Millionen RF, die das Ding speichern kann. Ich hätte gesagt, das ist eine ordentliche Zahl. Also 224 Millionen in einer Kapazität... In... Was? In einem Solar Panel der Stufe 8 haben wir 224 Millionen RF. Ist das ein bisschen übertrieben? Ich frag mal. Ein bisschen ist gut. So. Dann, ich sehe hier gerade, man kann hier einige Sachen schön fluxen. Ich meine EMC. Efficiency Upgrade. 8 Stück waren das, glaube ich, genau. So, Efficiency 0. Okay, packen wir mal die rein. Und dann haben wir hier noch Low Light Upgrade. Da kann man 8 Stück reinpacken. Dann machen wir halt das mal. Low Light. Acht Stück. Low Light. So, aktuell produzieren wir 0. 0. Es ist noch Nacht, oder? Ja. Wir produzieren 4.500 RF in der Nacht. Okay, es ist noch nicht ganz Mitternacht. Ja, wir produzieren RF. Okay. Das Furnace Upgrade interessiert mich jetzt aber schon mal. Okay. Accumulates Energy to Heat Vanilla Furnaces Maximum 1. Ich glaube, wir brauchen noch einen Vanilla Furnace. Furnace, da haben wir einen. Und dann brauchen wir noch irgendwas, was wir brennen können. Wood. Wood kann man immer gut brennen. Da. Oak Wood. So, und entweder wir müssen das draufstellen oder daneben stellen. Wir probieren das mal daneben. Drauf würde mehr Sinn machen. Ja. Drauf macht wirklich mehr Sinn. So, dann packe ich mal die Upgrades alle mal raus. Dann bin ich hier immer so, ich nehme eine Branch, um sowas abzubauen. Jawohl. Dann packen wir das mal oben drauf. Und dann packen wir hier mal die Capacity, die Efficiency und das da und das Furnace Upgrade rein. So, und dann packen wir hier mal Oakwood rein. Oben. Und sehen, der Ofen brennt. Hui. Ich hätte gerne ein Spiegelei. Moment. Haben wir Eier da? Egg? Ja, wir haben Spawn-Eggs, aber ich glaube nicht... Doch, da haben wir Eggs. Okay, Egg. Meinst du, wir können hier Spiegeleier machen? Moment, ja, schau mal. Irgendwas kommt raus. Ob das ein Spiegel... Bold-Egg. Bold-Egg? So. Pems drauf. Okay, ein Bold-Egg. Okay. Ganz Pems. Nuklearkraft. Mhm. Ja, gebolltes Ei. Nee, das Ess ist dann lieber nicht. Nein, ich werfe das mal gleich in den Mülleimer. So, und dann haben wir hier noch Transfer Rate Upgrades. Transfer Rate sehe ich jetzt hier leider nicht gerade. Hatten wir nicht noch eine Quantum irgendwas im System? Quantum irgendwas? Quibbit Cluster Level 5, Entschuldigung. So hieß das. Ich habe mir mal da einen geholt.
So, und dann werden wir das mal dahin packen. Direkt dran. Und wir sehen, er lädt. Wie schnell kann ich hier nicht sagen. Moment. Machen wir den mal weg und dann nehmen wir mal einfach eine Vibrant Capacitor Bank. Da haben wir noch ein paar in der Tasche. So. Im Moment kann er wahrscheinlich nicht laden, weil er keinen Strom hat. Genau. Jetzt fängt er langsam wieder an zu produzieren, weil wir über 0 Uhr sind. Langsam. Aber sicher. 300, 400, 500. 600. Mhm. 700, 800. Im Moment dürfte das alles noch im Machbaren sein, ohne großartig hier was zu machen. Genau, 1000. Haben wir hier noch irgendwas um die eine Transfer Rate? Machine Traversal. Okay. Na, jetzt müssen wir noch ein bisschen warten. Wir sind schon bei 1800. Das kriegen wir alles noch problemlos hin. Steht das eigentlich beim Solar Panel? Schauen wir mal beim Solar Panel, was dabei steht. Solar Panel der Stufe 8. Transfer 131.072. Nee, ich glaube, da brauchen wir nichts mehr dran verbessern. Glaube ich nicht. Nein, glaube ich nicht. Und es geht übrigens noch über 8 hinaus. Also wir können da noch sogar bis 11 bauen. Nein, werden wir nicht tun. Müssen wir nicht. Außerdem sind wir jetzt hier schon bei 4000 RF gleich. Jo, 4000 RF. Die kommen auch hier problemlos an. Ja, was will der Mensch mehr, nicht? Also so ein Solarpanel, da klappt es auch mit dem Nachbarn, nicht? Oder mit dem Ofen. Packen wir noch ein bisschen Holz rein. So. So gut, dass man nuklear gekochte Eier rausbekommt. Ja, die nuklear gekochten Eier, die nicht so schlimm, hätte ich gesagt. Nein. So viel zu Solarenergie. Ja, genau. Solar gekochte Eier aus Solarenergie. Nukleare Eier aus Solarenergie. Das. Warum lädt sich eigentlich mein Coolbit Cluster Level 5 in meinem Inventar? Wir haben doch. Ist es unser Anzug? Nee, Dingens. Du meinst die Ladestation? Wireless-Ladestation. Ist sie nicht ein bisschen weit weg? Keine Ahnung. Okay, egal. Ich denke jetzt nicht weiter drüber nach. Nein, also wir haben hier 6300, 6400. Ja, das ist genau das, was hier rauskommt. Parallel dazu läuft hier quasi umsonst dann noch unten der Furnace mit. Grenzwertig, hätte ich gesagt. Grenzwertig. Der Ofen läuft quasi umsonst. Naja. Gut, wie viel Uhr haben wir? Also um 4 Uhr morgens. Ja, 4 Uhr, ihr habt es gesehen. Produzieren wir 8.500 RF. Und die Sonne ist noch nicht mal richtig aufgegangen. Ja. Ja. Wir können jetzt noch ein bisschen drüber diskutieren, ob das sinnvoll ist oder nicht. Aber pfeift drauf. Es ist eigentlich. Es ist egal. Also, wir haben es ja nicht. Okay. So, und jetzt können wir dann theoretisch noch zwei Sachen machen. Wir könnten noch das Machine Traversal Upgrade machen. Wenn ich das richtig verstanden habe, kann man da Energy to one additional connected machine. Maximum 64. Wenn man jetzt hier eine ganze Reihe von Maschinen dran baut, müssten die alle mit dem Traversal Upgrade Energie bekommen, wenn genügend Traversal Upgrades drin sind. So, das wäre jetzt zum Beispiel dann, wenn man das hier reinpacken würde. Müssen wir natürlich jetzt hier abbauen und dann noch ein paar Maschinen hinbauen. Macht jetzt nicht viel Sinn. Und hier steht also pro Machine Traversal Upgrade jeweils eine weitere Connected Machine. Kann man sich sogar die Verkabelung sparen. Okay. Boah, davon müssen sie halt draußen stehen. Genau. Oder natürlich das Solarpanel lag gerade draußen und dann die erste Maschine dann quasi daneben. Aber okay, könnte dann überdacht sein. Wie auch immer, ist egal. So, ich gucke aber gerade schon wieder auf die Uhr. Wir haben schon wieder hier ordentlich zugelegt. Wir liegen hier schon bei 10 Kilo RF pro Tick.
liegen bei 64% Effizienz und könnten sagen, wenn euch die Folge gefallen hat, dann gebt ihr uns doch einen Daumen nach oben, ein Like, ein Plus 1. Ihr könnt uns auch gerne Kommentare schreiben, die lesen wir gerne, beantworten wir gerne. Ansonsten würde ich sagen, habt noch eine schöne Zeit und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, mach's gut. Tschüss.